habt ihr es dann bald. Wie wär's mit Hilfe? Mit meinem Fuß. Sorry, als Model kann ich es mir einfach nicht leisten, noch mal eine Woche rumzuhumpeln. Tut mir leid. Schon gut, wir kriegen es ja auch ohne dich hin. Ja, das hoffe ich. Christian und Olli müssen schon längst da sein. Ja, vielleicht hat Ollis Flugzeug Verspätung. Oder die Beine stehen im Stau. Oder die beiden haben sich gleich nach oben verzogen. Stimmt, so eine sturmfreie Bude nach 2 Monaten Trennung, das hat was. Achtung! Hallo? Erwartet ihr mich? Charlie hier ganz bestimmt. Was machst du denn hier? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Begrüße deinen Neffen gleich genauso herzlich. Hm? Woher weißt du denn überhaupt? Von der Party? Stell dir vor, Christian hat mich eingeladen. Ja, wahrscheinlich, damit du unsere Generation hier nicht alleine vertreten musst. Hm? Da sind sie! Was ist denn hier los? Willkommen zurück in Düsseldorf. Das ist mein Empfang. Da siehst du, wie sehr du uns gefehlt hast. Ja, und bei so einer Begrüßung lohnt sich das Wegfahren ja richtig. Ja, komm nicht auf dumme Gedanken. Dein Freund hat mit seiner miesen Laune wochenlang die ganze WG genervt. Glaub ihr kein Wort. Du hast mir so gefehlt. Na was? Keiner mit. Charlie, für dich noch ein Schnäpschen? Ja, gerne. Warte, ich helfe dir. Dann zeig doch mal, was du so drauf hast. Oh, tanzen ist nicht so meine Sache. Ist dein Fuß denn schon wieder fit? Du kannst mich ja noch ein bisschen stützen. Obwohl, vielleicht besser nicht. Jetzt versteht das Charlie wieder falsch. Ui, und wen haben wir denn da? Ist das nicht der Elektriker aus dem Schneiders? Stimmt. Sascha Göbel. Olli, hi. Hi. Und jetzt doch noch der Mann an Charlies Seite. Ach nee, kaum fährt man mal ein paar Wochen weg. Ah. Hey, du hast wohl gestern ein bisschen zu lange Abschied gefeiert, ha? Ja, die wollte mich am liebsten gar nicht weglassen. Ich hab dir gesagt, da hat ja jemand was dagegen. Mhm. Du, wie wär's eigentlich, wenn wir gleich mal... Hm? Oh, ich sag mal noch schnell Charlie und Olivia, tschüss, okay? Ja. Stopp, stopp, stopp. Einen kleinen Vorschuss. Muss Liebe schön sein, oder? Ja, ich brauche jetzt was Flüssiges. Ey, bringst du mir was mit? Okay. Schöne Frau, ist der Platz noch frei? Ist was? Ich habe den Eindruck, du gehst mir den ganzen Abend schon aus dem Weg. Ach ja? Ich hatte gehofft, du freust dich, dass ich vorbeikomme. Und mich wie einen Siegerpokal rumzeigst. Wie bitte? Was war denn das vorhin? Ich bin jetzt der Mann an Charlies Seite. Charlie gehört jetzt mir und ihr könnt sie in meiner Vitrine bestaunen, oder was? Ich gehöre niemandem. Oh Gott, Charlie, das habe ich auch gar nicht gemeint. Ich bin nicht dein Eigentum, ist das klar? Charlie! Dass Christian dich so früh überhaupt schon wieder weglässt. Schicht und Uni. Dann kannst du deiner Tante ja jetzt endlich erzählen, wie es auf Ibiza war. Hast du überhaupt eine Nacht durchgeschlafen oder war das nur Party, Party, Party? Ja, du musst gerade was sagen. Du siehst nämlich auch aus, als hättest du mit deinem Sascha eine lange Nacht hinter dir. Ist übrigens ein cooler Typ. Oder etwa nicht? Doch, aber wir haben gestritten. Ich habe ihm die abscheulichsten Sachen an den Kopf geworfen. Ich habe total überreagiert. Du warst mal wieder eifersüchtig? Ach, eher im Gegenteil. Wie?
Ach, Olli, ich weiß auch nicht. Er sieht gut aus, ist charmant. Ich verbringe gerne die Nächte mit ihm. Er bringt mich zum Lachen. Ja, das klingt wirklich furchtbar kompliziert. Und wo ist das Problem? Ach, das Übliche. Du kannst ihm nicht vertrauen, weil du Schiss hast, wieder enttäuscht zu werden. Charlie, man hat für sowas nie eine Garantie, aber es sind nicht alle Männer wie Ben von Beinbach. Ja, das weiß ich doch auch. Ja, dann trau dich doch mal. Lass dich auf ihn ein. Was hast du zu verlieren? Charlie, also ich habe bei Sascha ein verdammt gutes Gefühl. So ein bisschen was von Männern verstehe ich ja auch, oder? Ach, Olli, was täte ich nur ohne dich? Du hast natürlich recht. Ja. Sascha gibt sich solche Mühe mit mir. Er hat eine Chance verdient. Was ist mit dir los? Geht deine 47er wirklich bald in die Lüfte, oder wie? Bald geht's hier in die Lüfte, das ist richtig. Aber jetzt habe ich erstmal nur die Heckrotorblätter eingebaut. Mama. Pass auf, ich finde deine Besessenheit für diesen Heli zwar immer noch ziemlich hirnrissig, aber wenigstens bist du gut drauf. Was so ein einsamer Tag im Hangar alles bewirken kann, ne? Du wirst lachen, so einsam war der Tag gar nicht. Ach, hat sich dein Blechvogel nach der Dämmerung doch noch in eine Frau verwandelt? Nein, nicht ganz, aber sowas wie eine Frau ist mir quasi vor die Füße gefallen, mit dem Kopf auf die Gleise, aber egal. Jedenfalls, als sie wieder klar war mit dem Kopf, also im Kopf, da hatte sie mehr Verstand von Hubschraubern als ich. Eine Außerirdische, ne? Ja, auf jeden Fall weniger außerirdisch als ihr technischen Amöben. Ja, aber dafür war sie wahrscheinlich grau wie ein Höhlenmolch und hatte so dicke Brillengläser. So sahen die Frauen bei uns in der Schule auch aus, die sich für sowas interessiert haben? Nein. Hässlich war sie, glaube ich, nicht. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie sie aussah. Ja, aber letztendlich zählt ja die innere Schönheit. Und wir haben gefachsimpelt. Das war sehr sympathisch. Ja, es war wahrscheinlich einfach eine Halluzination. Das hat man manchmal, wenn man zu lange allein ist. Die Einladung rechtzeitig raus. Ein Widerstand halt von so. Hallo. Hallo. Ist Sascha schon wieder weg? Kann man so sagen. Hat sich von mir getrennt. Was? Warum das denn plötzlich? Weil sowieso nichts aus uns geworden wäre. Sascha hat es nur vor mir begriffen. Ich hätte es mit ihm versucht, aber wir hätten uns beide verbiegen müssen. Und wie sagt man so schön? Lieber ein Ende mit Schrecken. Komm mal her. Wie geht's dir denn? Ich kann's dir nicht erklären, Olli, aber irgendwie fühle ich mich sogar erleichtert. Und selbst wenn Sascha ein toller Mann ist, er wäre einfach nicht der Richtige für mich gewesen. Es tut mir echt leid. Naja, wer weiß, wozu es gut ist. Ja, ist doch klar, wofür das gut ist. Charlie, wenn Sascha nicht der Richtige für dich war, da muss er ja noch irgendwo da draußen für dich rumlaufen. Ach,